Ja, Waffen-Upgrades kann ich alles nicht machen. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht irgendwo einen Waffenhändler finde, um neue Sachen aufzunehmen. Das wäre vielleicht erstmal besser. Also muss ich aber wieder in eine Stadt. Weiß nicht, ob es in Fahrlicht gibt, es aber nur Jägerbedarf. Das markiere ich mal. Maschinenstreitanfänger. Ja, es interessiert mich nicht. Ich will dahin. Ich dachte, ich kann von Lagerfeuer zu... Bin ich zu weit weg vom anderen Lagerfeuer? Ich glaube, von Lagerfeuer zu Lagerfeuer kann ich reisen, ohne Money zu machen. Aloy, ich hatte gehofft, dass du herkommst. Es war schön, dass die Leute sich freuen, aber hier schaut es gerade ein bisschen leer aus. Was? Häcksler-Handschuh? Was? Abrissmunition, nur zum Gegner aufzuschlitzen. Halte die Waffe vor dem Feuern länger gezogen. Nein, ich will einen Bogen. Ich will... Was ist denn ein niederschmetternder Scharfschussbogen? Der macht 50 Damage. Ein Spulenplatz. Werkzeuge, Rohstoffe, Reinhol, Metall, Abriss. Nee, brauche ich alles nicht. Aber vielleicht kann ich was verkaufen. Naja. Also viel kriege ich jetzt nicht hin. Kriege ich wirklich keine besseren Waffen? Bin ich jetzt schon zu weit? Hm. Schwierig. Schwierig. Folge der Spur der Kugel. Folge der Spur der Kugel. Welcher Spur der Kugel? Ah, wahrscheinlich das Ding. Ja, mal sehen, wohin die Spur führt. Ach, das Ding. Da laufe ich ja gar. Ich habe jetzt gerade so auf. Eigentlich hier hin. Das triggert mich jetzt ein bisschen mehr. Die Frage ist nur... Schaffe ich das? Mein Fokus empfängt eine Art Funkwarke. Frage ist jetzt nur. Das Signal kommt von irgendwo unter der Erde. Erstmal hoch. Ich glaube, ich warte, bis das Ding wirklich unten drunter ist. Weggestemmt werden. Okay. Dann wollen wir mal.
Schaffe ich nicht, kannst du vergessen. Hallo? Ja, ich werde sterben. Nee, dann brauche ich das erstmal später, wenn ich soweit bin. Wenn ich unter Wasser atmen kann. Was mit dem Unterwasser? Ich bin zwar kein Fan davon. Aber das heißt nicht, dass ich es schlecht finde. Es ist schon geil. Was? Ich bin gerade im Baum hochgelaufen. Ist okay. Dann wollen wir erstmal der Hauptstory folgen. Wollen wir erstmal dieser Kugelspur folgen. Ja, brauch ich nicht. Hier bin ich. Wie ein Trottel hinter Silence her. Nachdem er mich mit seiner Lanze reingelegt hat, um Hades zu stehlen. Eine verrückte KI, die alles töten will. Konnte er sie mich nicht einfach zerstören lassen? Und jetzt bekomme ich noch mehr mit seinem selbstgerechten Mist zu tun. Entschuldige, Fuchs. Aber ich brauche euer Zeug. Ah, die Frage ist, ob ich das vielleicht mal offscreen mache. Und dass ich sage, okay, ich bin offscreen mal am Materialien sammeln. Um Sachen abzugraden. Dass ich das zumindest nicht onscreen machen muss. Aber auf der anderen Seite habe ich halt auch keinen Bock, weil es ist ein Oldschool-Let's Play. Da ist keine Lust, irgendwie nur die Highlights reinzusetzen. Entweder oder. Bleib, kleiner Vogel, bleib doch da. Ich schieß dir einen Pfeil in Arsch. Wenn der Pfeil dich dann auch trifft. Ich auf deine Leiche schiff. Ist doch gut. Hat ihr jetzt zwei Bären auf einmal gefressen? Doch, komm schon. Interessanteste bei Far Cry 6 war gestern, glaube ich, als ich mit dem Scharfschützengewehr rumgelaufen bin. Hab Leute angeschossen, es hat einfach weniger Schaden gemacht als eine fucking Standard 9mm. Und ich dachte mir so, Far Cry... Ubisoft wirklich. Warum hat er jetzt so wenig Schaden gemacht?
sah schon geil aus. Das muss man lassen. Also optisch machen die Kämpfe schon was her, aber mir fehlt Spule Stoß. Warte mal. Scharfschussbogen. 10% mehr Schaden. Niederschlagsschaden. Überspannenschaden. Erhöht den verursachten Schaden, wenn überspannen. Zu Boden gebrachte Gegner. Ach, schon wieder. Mach doch einfach. Na, ist egal. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu oldschool, um das zu verstehen. Kann ja auch sein. Vielleicht ist es etwas, was ich nicht verstehe. Weil ich sage, ich will jetzt einfach nur meine ganz normalen Spulen haben. Schaden, Feuer, etc., etc. Sollte ausreichen, aber nein. Muss ja immer für... Es muss eine Million Situationen geben und dafür muss es 2 Millionen Wege geben. Ich bin nicht so ein Fan davon. Man muss halt ein gutes... Ja, wie soll ich das sagen? In meinen Augen muss man halt ein gute Balance finden. Auf der einen Seite zum Beispiel darf es nicht zu wenig Variation geben, sonst wird es lame. Auf der anderen Seite darf es auch nicht zu viel geben, weil sonst wird es unübersichtlich. Das mit dem Inventar haben sie gut gemacht, dass man zwar überschüssige Sachen sammeln kann und die in einem Lager lagert. Und der Stadt kann man sich dann voll machen. Das ist gut. Überall, wo ich nachgesehen habe, jede Spur, alle Sackgassen, alle Backups gelöscht. Also, was hat Hades ihm gesagt? Aber ich fand das mit dem Balken schöner. Da war doch wieder was Blaues. So. Vielleicht sollte ich meinem Outfit entsprechend auch so handeln. Bin ich... Ich muss hier weg. Fuck, ich kann sie sehen. Bin gar nicht da. Ey, Leute, wenn du jetzt furzt, ich schwör's dir, Mädchen. Werde ich aber sauer. Das war aber jetzt das Vieh da oben. So. Ich lasse das besser erstmal sein. Na dann. So, ich habe zwar keine Ahnung, warum du da jetzt hingelaufen bist, Stürmer, aber ist okay. Ist okay, ich nehme. Blockierter Weg, fehlendes Werkzeug benötigt. Aha. Ein Händler. Hätte nicht erwartet, hier jemanden anzutreffen. Ich könnte Vorräte kaufen. Hallo. Was macht eine Nora so weit im Westen? Was macht ein Händler hier? Frostjägerbogen. Den hole ich mir auf jeden Fall. Ah, Feuerjäger, Jäger. Ah. Dann würde ich sagen, mache ich rein auf Bogen, Schmiedefeuer, Stolperfalle. Ja. Häckslerhandschuh interessiert mich nicht.
Nora-Wachposten. Dazu fehlen mir Metallscherben, aber das kriegen wir hin. Klebstoff? Was? Klebstoff? What the fuck? Warum? Hauptupgrade-Rohstoffe. Ja, nee, die brauche ich nicht. Ah, egal, egal. Ich kann dich für die Wildnis ausstatten, falls nötig. Ist das Holz? Gut. Ja, läuft, passt, ne? Bin eigentlich... Den behalte ich, dann brauche... Hier wär beides ganz geil. Weil jetzt habe ich überall Säure. So, als würde die das... Als würde mir das Spiel die Freiheit nehmen. Nimm einfach Säure. So ein Bogen, der drei Sachen kann. War so geil in Dingsbums. Dreifachschuss, hohe Salve ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und hier habe ich halt nix. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie Silent. Diese Beine wurden zum Springen gemacht. Und zum Treten, kein Zweifel. Sprungschläger. Warte mal, wenn der herkommt, Behälter müssen von Maschinen heruntergeschossen werden, bevor du die Maschine tötest, ansonsten wird der Behälter zerstört. Oh, 300. Na komm her. Wie kommst du hier? Ja, was denn da Feines? Guck mal, eine kleine Aloy. Eine kleine Aloy. Schieße in den Po. Schieße in den Po. Ich weiß, das findest du schade. Doch, ich mach das nur mal so. Yay! Oh, 180 Damage. Sah gut. Das war okay. Was habe ich denn da für eine Spule drin? Viecher denn alle her? Ich hab schon drei von euch gekillt. Ich muss eine Brutstätte finden, um zu lernen, wie man Maschinen überbrückt. Ja, das weiß ich, Mäuschen. Oh. Komm, put, 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 put. Haben den Nahkampf verbessert. Sie wollen unbedingt, dass du entweder, dass du, ich habe so das Gefühl, das Spiel sagt, nimm Säurepfeile oder Nahkampf. Aber hey, alles andere macht keinen Schaden. Auf der einen Seite, weißt du, will dir das Spiel zig Milliarden Variationen geben mit 500 Millionen, 1000 verschiedenen Pfeilen und Munitionstypen und. Die kommen in meinen Rucksack. Und Spulen. Aber auf der anderen Seite, wirst du halt irgendwie... kriegst du zwei Sachen, die von allen Seiten irgendwie dir ins Gesicht gepresst werden.
Oh Mann. Boah. Da geht die Sonne auf. Ist schon geil. Ist schon einfach. Also Optik reicht's raus. Ist nur sofort, ist jetzt gerade geruckelt? Nee. Ich weiß nicht. Der Weg führt anscheinend kann auch, in die Berge. Kann auch sein, dass die 60 FPS sich bei mir ein bisschen... Outfit Upgrades. Plus 1 leise Bewegung. Wunderbar. Waffen Upgrades. Was haben wir denn hier? Rostjägerboden. Geil. Himmelsgleiter Klingenschweif. Wird interessant. Okay. So, Fähigkeiten. Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Fernkampfmeister. Stärkt deine Entschlossenheit und verursache für begrenzte Zeit mehr Schaden mit Fernkampfwaffen. Ja, habe ich doch jetzt freigeschaltet. Und was ist damit? Warum ist das nicht frei? Ja, habe ich doch ausgerüstet. Was haben wir denn hier? Powerschüsse. Stärke deine Entschuldigung, versuche für eine... Warte mal, Fernkampfschaden plus 170%. Und hier 60%. Waffendauerregeneration. Nee, dann würde ich das nämlich eher nehmen. Bin kein Freund davon. Sag ich ganz ehrlich, so wie es ist. Was ist das hier? Schwere Waffe plus. Ja, das interessiert mich jetzt auch nicht so wirklich. Konzentration ist not bad. Was haben wir hier? Niederschmetternder Schuss. Och. Meh. Eine Ruine. Okay. Mal sehen, wo das hinführt. Also ich werde den Skillbaum wahrscheinlich nicht komplettieren. Ich schätze, Silence hat mit dieser Maschine seine Beute transportiert. Was ist das für eine Maschine? Ich erkenne sie nicht. Vier Beine und ein Schwanz. Sieht aus wie so ein kleines Rhinoceros. Das muss die Kugel sein, in die Silence Hades steckte. Und die Tür... Sieht aus wie eine Pharaoh-Anlage. Oder Zero Dawn? Komm schon, Hades. Bist du noch drin? Ach, natürlich nicht. Ich dachte erst, es wäre ein Pixelfehler im Hintergrund. Aber das ist so. Weil es nur der Hintergrund ist. Endlich mal mit Hades sprechen. Hades? Bist du das? Risiko für das System erkannt. Du siehst nicht gut aus. Du bist die Aloy. Zerstören soll. Ja. Diesmal dauerhaft. Sogar so bist du eine Gefahr für Gaia. Wenn sie wiederbelebt wurde. Also hast du das Gaia-Backup noch nicht sichergestellt. Dann ist Gaia tot. Erde und du verloren. Trotz Fehlfunktionen, ich habe gewonnen. Silence fragte, wo er ein Gaia-Backup finden könnte. Datenfehler, Sprecherstrukturen verfallen. Klar, das wäre ja auch zu einfach.
dir angetan, Hades. Du wirkst so ausgehöhlt. Silence hat mich befragt. Und was hast du ihm gesagt? Es ist so warm heute. Fast 30 Grad im Zimmer. Fehler, Speicherstrukturen verfallen. Du hast nichts davon gespeichert? Ich erinnere mich an dich. Daran, dass ich dich am Turm geschlagen habe? Okay, das bringt nichts. Silence hat dich nach dem geheimnisvollen Signal befragt, das dich aufgeweckt hat und dir ein Bewusstsein gab. Wer hat es gesendet? Signal von Meistern gesendet. Und wer sind die? Meister erweckten mich, um Leben auf der Erde zu zerstören. Warum das denn? Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Das kannst du vergessen, Aloy. Der wird dir nichts sagen. Als das geheimnisvolle Signal dich verwandelt hat, erhielten die anderen unter Funktion Gaias auch ein Bewusstsein. Du bist entkommen, als Gaia sich selbst zerstörte, aber sie auch. Wo sind sie hin? Jede Funktion ist den Koordinaten zufolge noch. Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Ein Haufen verrückter KIs, die sich sonst wo rumtreiben und sonst was anstellen. Mit seinen Kampfmaschinen tötet Hephaestus jedes Jahr Tausende und du hast fast die Welt zerstört. Da draußen sind noch 7 Funktionen, die Ärger machen? Ein deprimierender Gedanke. Du bist deprimiert. Gut. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du einen tollen Charakter hast, Hades? Erkenne Sarkasmus. Ja. Dachte ich auch nicht. Weißt du, wo Silence hin ist? Nein, er ist vor 12,8 Tagen gegangen. Vielleicht ist er... Datenfehler, Strukturen für Verhaltensvorhersage verfallen. Also weißt du auch nicht mehr als ich. Weißt du, warum Silence dich in diese Ruinen geschleppt hat? Silence wollte, dass du mich hier findest. Offensichtlich. Aber wieso? Was war das hier? An diesem Ort wurde... Datenfehler, Speicherstrukturen verfallen. Er nannte es mein Totenbett. Aber du... Das werde ich wohl rausfinden, wenn ich reingehe. Es reicht. Beenden wir es jetzt. Glaubt Aloy immer noch, dass sie Gaia wiedererwecken kann? Das Leben auf der Erde retten kann? Ja, Aloy glaubt das. Dann bist du fehlgeleitet. Vernichtung unvermeidlich. Was weißt du schon davon, Hades? Du wolltest die Erde zweimal zerstören und bist beide Male gescheitert. Das Einzige, was du je vernichtet hast, warst du selbst. Dieses Mal rettet dich keine Lanze. Das ist inkorrekt. Dreimal hat Hades Leben ausgelöscht. Was? Das weißt du noch? Ja, Daten intakt. Nicht lebensfähige Biosphären wurden 2154, 2161 und 2168 aufgegeben. Und das war vor Jahrhunderten. Dazu wurdest du geschaffen. Aktuelle Biosphäre, Version 5. Es wird keine Version 6 geben. Das muss es auch nicht, denn ich werde diese retten. Du täuschst dich. Ergebnis nicht zu.
Masterüberbrückung aktiviert. Zum Aktivieren Name und Rang eingeben. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Löschprotokoll wird bereinigt. What the fuck? Unglaublich. Ich habe keine Ahnung, was da abging, aber okay. Schön. Steam-Server sind down. Gut. Aloy, du hast dich um Hades gekümmert. Ich kümmere mich auch noch. Könnte er dieses Mal vielleicht tot bleiben? Wird er. Vertraue darauf. Vertrauen? Ja. Vertrauen. Da ich das getan habe, was du nicht konntest, und das unbezahlbare Wissen von Hades extrahiert habe, kannst du darauf vertrauen, dass ich dieses Mal wollte, dass du ihn zerstörst. Also sind wir wieder bei Hologrammen angekommen. Hast du Angst, dass ich dich umbringe? Es gibt einen Grund. Und du nutzt immer noch dieselbe Spyware, die ich sehe. Also hättest du einfach rangehen können, wenn ich anrufe. Aber du wolltest wohl einfach weiter spionieren. Mir geht es schon seit Monaten nicht mehr um dich, Aloy. Ich musste Arbeit erledigen. Stundenlange Recherche. So intensiv und zeitraubend, wie sie auch für das Schicksal des Planeten wichtig ist. Ja, natürlich. Du willst einfach nur die Welt retten. Das stimmt. Der Unterschied ist nur, dass ich im Gegensatz zu dir Ergebnisse erziele. Hast du ein Gaia-Backup gefunden oder nicht? Oh ja. Ich glaube schon. Wo? Voilà. Warum glaubst du, habe ich dich hergebeten? Hinter der Luke mit Generkennung liegen Reste einer Anlage, in der das Hades-Löschprotokoll perfektioniert wurde. Ein Testkreislauf, der hunderte von Szenarien getestet hat. Alle mit einem Gaia-Backup. Das hat Hades dir erzählt? Ich musste ihn überzeugen. Aber ja. Also. Ja. Bist du bereit, das zu holen, wonach du seit 6 Monaten suchst? Oder willst du einfach mit offenem Mund da rumstehen? Hat Hades gesagt, woher das geheimnisvolle Signal kam? Das ihn aufweckte und Leben zerstören wollte? Ja, hat er. Sagst du es mir? Irgendwann, ja. Aber immer der Reihe nach, Aloy. Soweit ich weiß, musst du immer noch eine superintelligente KI namens Gaia neu starten. Ja, dieselbe Gaia, die sich vor 20 Jahren wegen des Signals zerstören musste. Das Signal wird seit Jahren nicht mehr übertragen. Es ist keine Gefahr mehr. Was, wenn es wiederkommt? Wird es nicht. Selbst wenn es, naja, die Details sind kompliziert, aber das Signal hat Hades zum Handeln gezwungen. Wenn du Hades aus den Backups löschst, ist Gaia in Sicherheit. Und jetzt hör auf zu trödeln und hol dir ein Backup. Nur damit wir uns richtig verstehen. Hades hat gesagt, es gäbe Gaia-Backups da drin. Ja. Oder zumindest gab es sie. Vor 1000 Jahren. Backups, die nicht gelöscht wurden, als Ted Farrow alle Apollo-Kopien gelöscht hat. Korrekt. Hades zufolge konnte man nicht über ein Signal auf diese Anlage zugreifen. Nicht mal Ted Farrow konnte an die Daten hier. Backups. Mit kompletten Daten von Gaia und ihren Unterfunktionen. Alles für einen Neustart des Systems. Um Kontrolle über das Terraform zu bekommen, das Leben auf der Erde zu retten. Da drin? Das hat Hades gesagt. Worauf wartest du denn dann noch? Du sagtest, du warst beschäftigt. Außerordentlich beschäftigt. Aber nicht so beschäftigt, dass du keine Zeit hattest, den Tenakt beizubringen, wie man Maschinen überbrückt. Und sie reitet. Aloy, du solltest dich nur damit beschäftigen, wie du ein Gaia-Backup bekommst. Mit mehr Konzentration könntest du eventuell sogar Ergebnisse erzielen. Du streitest es nicht ab, Silence. Verstehe es so, wie du willst. Entschuldigung. Ja, die Zeit nehme ich mir ich jetzt einfach mal. Einrichtung nach einem Gaia-Backup. Aber damit das klar ist, Silence, wenn das wieder einer von deinen Tricks ist... Es ist eine Luke mit Generkennung, Aloy.
Du bist die einzige Person, die sie öffnen kann. Wie sollte das eine Falle sein können? Wenn du mich noch einmal reinlegst, Silence, dann treffen wir uns zu unserer nächsten Unterhaltung wirklich. Obwohl du nicht viel sagen könntest, weil mein Speer in deinem Hals stecken würde. Aloy, dank mir ist alles, was du dir wünschst, was du in den letzten 6 Monaten versucht hast zu erreichen, endlich in Reichweite. Also, ich weiß, dass du als Nora-Ausgestoßene keine Manieren gelernt hast. Aber in einer solchen Situation sagt man Danke. Und dann sage ich, gern geschehen. Also hätte sie schon ein bisschen, hätte nicht so eine freche Rotzgöre sein sollen, die Aloy? Durchaus. Aber dass sie dem Silence misstraut, verstehe ich. Soll das ein Witz sein? Ich glaube, wir haben Glück. Glück? Die Tür ist völlig zerstört. Offensichtlich. Aber du kannst trotzdem hindurch. Wenn du noch etwas geduldig bist. Siehst du diese Kristalle? Die Osram nennen sie Feuerglimmer. Sie sind brennbar. Nicht stark genug, um so eine Tür zu sprengen. Aber vielleicht stark genug, um sie etwas weiter aufzubrechen. Ganz genau. Das geht nur mit einem Anzünder. Oh. Ich schicke dir jetzt die Pläne. Um ihn zu bauen, brauchst du Maschinenteile und das Öl vom Brennkraut. Es wächst nur unter Wasser. Aber in der Nähe gibt es einen See. Die Teile sind komplizierter. Du brauchst eine Waffenspule aus der Energiezelle eines Sprungschlägers. Entferne die Energiezelle, bevor du die Maschine erlegst. Sonst zerbricht sie. Alles klar. Ich glaube, ich habe schon alles, was ich für den Anzünder brauche. Jetzt muss ich das Ding nur bauen. In der Nähe des Eingangs zur Anlage gibt es eine Werkbank. Mit der du an Hades rumgespielt hast? Rumgespielt? Ich habe wertvolle Daten extrahiert. Rumgespielt? Na gut, wollen wir mal irgendwas bauen. Spezialausrüstung. Damit sollte ich den Feuerglimmer anzünden können. Eine wirklich nützliche Kombination. So habe ich die Prozessorkugel überhaupt erst aus dem Horus gelöst. Na toll. Na dann. Geh lieber einen Schritt zurück. Ich glaube, ich bin drin. Dann geh ruhig weiter. Mit diesem Anzünder kann ich den Feuerglimmer anzünden, den ich eben gesehen habe. Konzentrier dich auf die Aufgabe, Aloy. Halt dein Maul, Silence, du Penner. Ich mach das schon. Hab mir die ganze Zeit eben schön brav die Schnauze gehalten und die Cutscene angeguckt. Jetzt lass mich mal spielen. Oh mein Gott. Was zum Geier. Otter. Leute, er muss doch nicht sein. Wollen wir sie mal aufstemmen. Hier ist alles überschwemmt. Und auf der anderen Seite ist noch eine Tür mit Generkennung. Wenn es Gaia-Backups gibt, sind sie bestimmt dort. Revistate, ja, Liste. Ich muss irgendwie darüber kommen. Ich hab doch Dreieck gedrückt. So langsam spiele ich mit dem PlayStation Controller mittlerweile mehr als mit Dingsbums. Kommt mir bekannt vor. Ich kämpfe mich durch verfallene Ruinen, während du durch meinen Fokus spionierst. Werd nicht nostalgisch und such lieber weiter nach einem Backup.
So, und wie komme ich da jetzt wohin? Da lang, okay. So, dann wollen wir mal. An sich mag ich das ja sehr gerne. Die Frage ist nur, wie komme ich da jetzt hoch? Ach. Lass mich raten, um Backtracking hinzukriegen, gibt es da unten bestimmt noch ganz viele Sachen zu entdecken, wenn man dann tauchen kann. Aber das kann man erst später, damit man ja überall zurückkehrt. Es wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn man das hätte vergeigt. Kann ich da noch hoch? Nee, kann ich nicht. Aber wenigstens läuft es super flüssig. Auf der PlayStation 4 war das ja... war das okay. Erfrischend, schätze ich. Das schätzt du. Das ist super. Natürlich. Will ich jetzt nach links oder will ich nach oben? Ich habe keine Ahnung, wo ich lachen muss. Super. Die Tür ist zu. Aber daneben ist irgendein Gerät. Es ist mit der Tür verbunden, aber es braucht Energie. Versorge die Tür mit Strom. Das ist schön, das weiß ich. Eine Energiezelle. So, das kriege ich hin. War denn eine Energiezelle in diesem einen... diese einen Schüssel. Kann ich die Energiezelle entfernen? Dann geht aber die Tür wieder zu, ne? Nimm die Energiezelle jetzt einfach mal mit. Weiß nur nicht, ob das so eine gute Idee ist. Tatsache, das ist Hintergrundmusik. In den Kopfhörern und dem dynamischen Sound habe ich gerade gedacht. Bewegt sich nicht. Das klemmt irgendwo. Autsch. Was war das für ein Raum? Das scheint noch eine Konsole zu sein, die Energie braucht. Dann würde ich sagen... Warte mal. Kann ich... Nein, ich will... Was ist, wenn ich die mitnehme? Kann ich die nicht einstecken? Nee, ne? Ich hab
keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat, die da reinzuschieben. Aber vielleicht war das für den nächsten Raum. Komm schon, ich will da rüber. Gib doch einfach mal Stoff. Na, super, hat doch geklappt. Keine Ahnung, was da drin war, aber... Toll. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Autsch. Ja, hier brauche ich auch wieder Energiezellen. Wo kriege ich die denn her? Strom erforderlich. Ja, das weiß ich. Das bringt mir halt nur nichts. Ich frage mich, ob mein Fokus mir etwas zeigen kann. So, lass mich mal raten. Das müssen wir mitnehmen. Um da hochzukommen und da irgendwas aufzusprengen. Und dann müssen wir mit der Dingsbums, mit der Energiezelle ein bisschen rumspielen. Wetten? Obwohl, ich glaube, das hier macht einfach nur die Truhe auf und das hier ist die Hauptstromversorgung. Ich nehme an, irgendwie sowas wird da sein. Och, Aloy. Dass man das nicht einfach mit dem Brandpfeil machen kann. So langsam kriege ich Hunger. Ich habe noch nicht so viel gegessen. So, erstmal natürlich Loot. Die Konsole ist abgeschaltet. Epic Loot. Wir sind schon bei... Alter, bei 50 Minuten, leck mich. Was haben wir denn hier? Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Voll vergeigt die Zeit. Oh, Mann.